Ich hatte die ganze Zeit einen guten Lauf. Jetzt haben wir beide einen. Na, wir haben nicht. Nee, nee. Ja! Nee, nix. Nee. Ich hab drei. Das Coole ist ja, sie sind wirklich auf gegenüberliegenden Seiten. Das heißt, wenn die bei mir aus dem Bild fliegen, dann kommen sie bei dir raus. Mehr oder weniger fliegen sie dann raus. Ja, aber ja. Einen kleinen toten Winkel haben wir. Eigentlich müssen sie da echt nur hinschießen, ne? In diesen toten Winkel. Aber gut, woher sollen die den Aufbau wissen? Gar nicht. Naja, sie hätten ihn lang genug im Todesstern da gehabt, dann hätten sie es eigentlich nachgucken können, ja. Aber sie wussten ja nicht, ob sie den. Obwohl, sie hätten ihn studieren können. Und, kleiner Funfact, Hahn hat früher beim Imperium gearbeitet. Somit ist er sogar noch ein kleinerer Verräter. Wahrscheinlich nur ein Part-Time-Job, oder? Nein, voll. Nur irgendwann haben sie den Planeten der Wookies angegriffen. Und er hat etwas für kleine Wollknäuel. Oder große. Und da hat ihn halt Chewbacca das Leben gerettet. Und sein Job beim. Einer, den du gerade getroffen hast, ist bei mir explodiert noch. Lol. Und da hat halt Han Chewie das Leben gerettet. Also Chewbacca. Boah, da konnte ich gerade kaum was sehen. Und. Kam gerade eine ganze neue Staffel bei mir, oder besser mehrere. Also die kommt immer erst bei dir, bevor sie bei mir sind, wa? Vorsicht, da kommen jetzt ein paar sehr viele auf dich zu. Alter. Die sind alle bei mir gerade irgendwie. Weniger. Genau, ich ziehe auf welche irgendwo hinten und dann kommt vorne welche vorbei und werden davon getroffen. Jawohl, jawohl. Ich bekomme zurzeit nur die, die du ein bisschen geschwächt hast. Ja, immerhin. Das war jetzt gar nichts. Tushi. Das Lustige ist, Han und Chewie sind nicht mal wirklich, also sind jetzt Freunde, ja, aber früher waren sie nicht mal wirklich Freunde. Sondern, Han hat einfach einen Wookie besessen. Sind es nur noch zwei? Ja, Lea hat's gesagt. Komm schon! Dass nur noch ein paar kamen, gar nicht. Doch. Einen habe ich erwischt. Der kommt zu dir. Komm schon! Wollen wir, kommt zu dir? Ja! Ja! Endlich! Fickt euch! Er sagt nichts, sondern zeigt's einfach. Boah! Kriegen wir eine Einladung jetzt? Na komm, ich war einfach der Bessere. Bronze! Besser? Ja. Besser als ich früher. Und, wer war besser? Oh, Alter! Ich hab einen mehr! Da haben wir aber beide die grottige Zielgenauigkeit, ne? Benötigte Zeit. Guck mal, wir waren 6 Sekunden zu langsam für die nächste Medaille. Aber wir waren beide gleich. Also ziemlich. Aber wir wären 6 Sekunden schneller und wir hätten die Silber gekriegt. Aber es war nicht so. Okay, komm zu dir. Bam! Okay, zweite Mission. Die mag ich gar nicht. Sagen sie im Film auch. Gut, gut. Ja. What? Mhm. Wir haben keine Cheats benutzt. Ich glaube, wir haben uns den freigeschaltet. Stimmt, ansonsten wären die anderen auch frei. Wir haben scheiß Naboo-Fight. Ich will die Beschreibung eben hören. Kannst du die mal machen? Oh, später Raketen. Ich hab sie geliebt, die ersten zwei. Willst du den nehmen? Weil wir ihn freigeschaltet haben? Oder wollen wir das erst später machen? Wir haben ihn freigeschaltet, somit ist es legitim, dass wir ihn nutzen dürfen. Ja, willst du?
Willst du? Mir ist egal, ich würde sonst auch noch weiter mit dem X-Wing. Nee, ich mag. Ich mag den X-Wing, aber. Dann zeige ich einfach die, die wir freigeschaltet haben. Warum will ich nicht eigentlich zuerst? Wir fliegen zusammen raus. Ich habe nur ein bisschen mehr Gas gegeben. Ja, die Mission ist so ein bisschen so meh. Aber es gibt nachher Missionen, die sind noch mehr meh. Hier benutzt selbst du gerne den C-Computer, ne? Ja, später ja. Am Anfang geht's noch. Erst denkt man so, kommt ein Sternzerstörer und dann, ja, nur ein Teil. Genauso eine Hälfte, wie sie immer zerbrechen bei Empire at War, ne? Fun Fact. Empire at War hat sich das ein bisschen davon abgeguckt. Von der Redemption hört man eigentlich nichts, ne? Doch, die Redemption ist die, die Medic-Station. Ich bin schon mal vorne! Tschüss! Auf die Teils. Ja, ich hab schon welche im Visier. Sehe keine. Komm von der Seite. Schon den ersten erwischt. Den zweiten. Und den dritten. Achte aufs Radar. Da unten. Oh, ich hätte dich fast gerammt. Das ist nicht. Ich sollte vielleicht mal weniger Gas geben, dann treffe ich auch mehr. Dämliche Ziegenneuigkeit bewerten, ne? Die Transporter stehen unter schwerem Beschuss. Das, was ich eher dämlich finde. Ich hab nichts gesehen. Konnte ich eigentlich irgendwie mich drehen? Ich glaube mit Z gedrückt halten und dann. Aber ich habe automatisch das Ausrichten ist angeschaltet. Finde ich auch besser, sonst wird man irgendwann ganz kirre. Ich habe das mal ausgehabt später. Also anfangs habe ich es halt angelassen, damit ich mich orientieren kann. Ja, gerade bei dieser Mission finde ich das total irritierend, wenn man dann irgendwann die ganze Zeit auf den Kopf rumfliegt. Irgendwas muss ich doch treffen, da hinten sind so viele gerade. Hinten bei der Fregatte. Im Heck. Ja, unsere Transporter werden aber auch angegriffen. Achso. Ich habe gerade nur gesehen, dass da extrem viele sind. Boah! Sind nicht irgendwo. Reparier ihn mal bitte! Danke! Boah, du konntest es reparieren, das ist natürlich glücklich, weil das heißt volle HP wieder. Aber auch nur ein oder zwei Mal. Ja. Nee, immer. Du kannst immer reparieren, solange dein Astromage nicht getroffen wurde. Ach so. Und es geht halt nur in diesem bestimmten Bereich, wo man es machen kann. Boah, das war ein schöner Schuss. Hä, wo sind denn hier die Thais? Hinten. Oh, ups. Oh. Junge. Fliegerass. Mach doch mal. Gabi! Sogar schon. Wollte ich schon sagen, sogar bevor ich ihn getroffen habe. Mehr Teile im Anflug. Wir brauchen etwas Schnelleres als diese X-Wings. Luke, wie sieht's mit den modifizierten Standjägern aus? Gute Idee, Wedge. Probieren wir die A-Wings aus. Nein. Doch mit der Fregatte an ich auch. Ist gut, Luke. Ich merke, dass das Ding kacke ist. Dann nimm du den, ich nehme den Nabu. Du kannst meinen nehmen? Ja. Das kann immer, also immer wenn einer andockt, dann kriegt der zweite den halt. Dann sag ich, Oh, krieg ich den jetzt automatisch? Eigentlich nicht. Das sind jetzt einer deiner Wings. So. Ihr seht, ich docke an. Ah, ich flieg weiter in X. Das Schöne am A-Wing ist sein Cockpit. Aber bei dieser Mission fliegt man ohne Cockpit. Hast du gerade einen fahren lassen? Nein, es war draußen irgendwo ein Böller. Nicht Ausrede. Ich musste nachher noch eine Audio-Nachricht von Tobi vorspielen. Das war der Hammer. Und zwar? Der hat einfach gefurzt. Also. Einfach nur so. Ja, du wirst es hören, das ist halt so ein richtig ekliger Auto. Also so richtig flüssig? Wie so ein zweistufiger ist das.
ein zweistufiger. Ja, das ist dann. So, ich hab noch gesehen, wie der Transporter explodiert ist. Oh, ich hab grad auf das Ding. Wow! Okay, ich bin mit durch den Trümmerteil geflogen, es hat nichts gemacht. Manchmal. Ich seh grad einen Scheiß. Ach, da. Ich hab Thais vor meiner Nase und ich. Ich habe Thais an meiner Nase und schieße nicht. Und das jetzt schon? Nö. Ah, es sind schon die Interceptor. Die Abfangjäger. Fun Fact: Die Interceptor hätten eigentlich nicht mal die Kraft, die Feuerkraft, um Transporter zu zerstören. Das haben nicht nur die. Also nicht genügend zumindest. Wie ein Scheiß. Ich hab grad zwei erwischt. Hinter uns noch einer. Oh. Irgendwo vorne sind wir nicht wohl. Das war da. Gerade da. Ich sehe sie aber nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Da! Boah, bleib stehen! Meiner! Wir haben noch denselben gezielt. Und hinten sind noch ein paar. Na, das machen wir auch gerade ganz vorne. Also sind da noch genug Transporter? Na, aber die Hälfte zerstört. Okay, wir müssen noch diesen einen da erwischen, dann kommen wir, glaube ich, in die nächste Phase. Wo ist der? Da. Ihn erwischt. Jetzt wird's erst richtig kacke. Alter, ich wäre fast schon wieder nicht reingeflogen, ne? Gut, dass du dich schneller gemacht hast, sonst wäre ich nicht reingeflogen. Nicht nur du. Lustig, ich fliege gerade das Baby. Schalte die Zielcomputer ein und Fun Fact, es gibt genau drei Rebellenjäger, die ich liebe. X, A und B-Wing. Wieso ist das ein Fun Fact? Weil der Y-Wing einfach nicht meint. Ja, das macht es noch nicht zum Fun Fact. So, im Moment brauche ich den Zielcomputer noch nicht. Brauche ich aber gleich. Alter! Bam! Den hab ich erwischt. Fick dich! Ich glaube, wir nehmen. Ne, wir nehmen nicht die. Doch, wir nehmen die mit, die wir verloren haben schon. Also bedeutet, sind sie einmal weg, sind sie weg. Und da hat's die nächsten zerfetzt. Der ist genau neben mir kaputt gegangen. Sehe einfach mal eine Banane. Haha, ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr bei diesem Nebel. Ich sehe Messeinheiten von Ninegag. Was? Ach doch, die Banane ist doch die Messeinheit von Ninegag. War es nicht die Kartoffel? Nein, die Kartoffel wird immer unter langen Posts gepostet. Warum eigentlich? Ja, zum Trost. Dadurch, dass du so lange lesen musstest, dann. Kriegst du eine Kartoffel? Hier, have a potato. Ja, oh, jetzt, wir sehen gerade dieselben an. Dann dreh ich ab. Noch gerade genau hinter denen. So. Dammt! Bin nicht ausgetrickst. Ah, da ist er wieder. Wir müssen ihre TIE Fighter ausradieren. Mann! Komm her, jawohl! Langsam brauchen wir die Zielcomputer, aber ich will noch nicht benutzen. Kann man benutzen. Den einen hab ich erwischt, den anderen du, das war gerade echt geil. Meiner! Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn erwischt. Ja, das war ein Killstil. So, ist der Case? Irgendwo genau bei mir. Hier am Heck von der Fregatte, irgendwo kopft da einer rum. Da! Oder? Nee. Doch. Hä? Man kann die Farbe nicht öffnen. Er fliegt nee, bei mir irgendwo. Oh! Transporter gerammt. Du drehst nicht ab, mein Freund. Ich hab ihn! Sind wir fertig? Ich glaube, wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Jawohl! Gleich beim ersten Mal und ich habe nicht einmal den Zielcomputer gebraucht.
Nein, ich habe ihn schon ein bisschen benutzt. Und jetzt kommt. Keine Medaille. Oh. Ja, das heißt, es hat nicht gereicht bei mir, oder? Und ganz beiden. Ah, unsere Schussgenauigkeit ist einfach echt. Meine kacke. War immer noch besser. Ich habe mehr Gegner zerstört. Deutlich. Ja? Ich habe alleine die benötigte Anzahl der Gegner für diese Medaille. Ja, stimmt. Eigene Verluste war aber hart an der Grenze. Wir hätten keinen mehr haben dürfen. Aber gut. Oh, jetzt wird's geil. Eine Flotte imperialer ich mach die Dinge sonst kaputt. Ich mag aber auch AT-ATs. General Recon hat die vollständige Evakuierung befohlen. Die Rogue-Staffel wird die angreifenden Imperialeinheiten in Schach halten. Die ATS hier ist vorne. Okay. Weißt du noch, was das ist? Diese Kassen. Wie das Heck. Eifer. Wie das Heck eines AT-ATs. Ach, egal. Die kleinen Walker heißen ATS. Oh, wir haben jetzt gleich die Beschreibung. Egal, wir kriegen die später nochmal in der Mission. Ja. Oder wir verkacken. Aber verkack jetzt nicht extra. Nee, nee. Guck mal, was hinten steht. Ja, ich weiß. Ah, ja, ich crazy. Weiß. Guck mal, da links! Ja, C3PO! Steht da und guckt doof. Hallo. Den habe ich nie da bemerkt. Ich auch nicht. Ich bin gut, so, ne? Wir müssen unbedingt eine Medaille schaffen, weil hier gibt es nämlich auch eine Bonusmission dann. Die ist ziemlich cool. Tschüss! Wie gesagt, du machst die Dinger kaputt. Das ist voll unnötig, brauchen wir nicht mal. Mach die ATSTs weg. Ist die Helligkeit aber hoch? Da ja, hinten. Ist echt krass gerade. Da hinten, siehst du das bei mir? Boah, ich krieg Krex. Extrem Schaden. Wirklich. Alter, ich weiß gar nicht, was das war. Extrem viel Damage gekriegt gerade. Ach so, ich bin auch genau auf die zugeflogen. Also, die haben in meine Richtung geguckt. Okay, du nimmst schon den AT den einen. Du sollten die Aufgaben der Reihe nachmachen, ne? Ja, gut. Dann dreh ich ab. Aber dann haben wir schon mal ein weniger. Oh nein, sie sind zu sehr gepanzert. Sollte mir merken, dass ich die wirklich von hinten. Rogue-Staffel, formieren wir uns. Formiere mich. Rogue-Staffel, was sollen wir machen? Zerstört, was ihr könnt. Ja, Sir. So geil. Was sollen wir machen? Zerstört, was ihr könnt. Ja, Sir. Ich bin gerade auf einen zugeflogen von vorne. Ja, man sollte es nicht machen. Den Fehler habe ich eben nämlich auch gemacht. Man sollte um die rumfliegen und dann von hinten. Immer schön anal, das geht am besten. Also bist du schwul. Nee, wieso? Weil du es anal magst. Bei anderen anal ranzugehen, heißt nicht den Tod. Wir haben noch zwei Leben. Wow! Das wird keine Medaille. Nee, dafür haben wir jetzt schon verloren. Nein! Ausgezeichnet, Rogue-Staffel. Die Videosequenz kam ein bisschen spät. Nicht die Nerven verlieren. Angriffsmodus Delta. Es geht los. Nur Angriffsmodus Delta, was nichts bringt. Weil wir auf die scheiß Füße ballern, anstatt auf den Kopf. Aber eigentlich sollten die Füße weniger gepanzert sein als die Köpfe. Naja. Wir hinterfragen nicht die Logik. Ich hab in Star Wars Battlefront immer auf den Kopf gezählt. Das hat mehr Schaden gemacht. Patrick, in Star Wars Battlefront ist der Hals der wunde Punkt. Wenn du da mit dem Helden hingehst, machst du damit ultra viel Schaden. Wenn du auf da mal raufkommst. Ja, okay.
Concentration jetzt. Ich hab gerade eben einen kaputt gemacht. Ja, die Frage ist, ist der jetzt respawned? Nein. Wie lange geht diese... Achso. Wegen Luke. Wo ist der Rauch denn? Aktiviere Harpune. Guter Schuss. Ja, irgendwann hat es auch aufgehört zu. Nee, vorher wurde er erwischt. Punkte. Das stimmt, der ist ja noch unter. Gut, nochmal das Ganze. Du hättest Rival Strike gespielt. Naja, hab ich schon. Ah, merkt man. Alter, das ist ein Dauerfeuer. Pam! Die zerfetzt. Ist ein komisch dargestellt alles. Eigentlich explodiert es wieder mit der Teilung. Ja. Vor allem, warum können sie es da plötzlich zerstören? Das ergibt auch nicht viel Sinn. Oh, wir sind echt nur noch die letzten zwei. Übrigens, wir sollten die ATSTs zerstören nehmen. Ja, hab ich doch. So, ich nehme den ganz rechten hier. Oh, fuck. Boah, ich hoffe, das hat gerade mir sehr weh getan. Du musst dich nicht selber hauen dafür. Ich bin gerade dumm gegen das Bein. Ja, trotzdem musst du dich nicht hauen dafür. So, weh. Hab ein. Ist auch komisch, dass die dann seitlich umfallen, ne? Ganz ehrlich, sie können überall umfallen. Und tschüss. Das sind nur die vorderen Menschen, ne? Oder? Nein, alle. Nein, das sind die alle. Also du hast die Chance, alle zu zerstören. Nebenbei die Spawner zerstören. Ich nehme den linken vor. Formieren wir uns. Formieren wir dann das Flügel. Wenn der ATST nicht meint, mich zu nerven. Ja, eben. Wenn wir jetzt noch ein Leben verlieren, sind wir weg. Wir haben danach noch ein Stück. Wir müssen danach noch die Bombe ausschalten. Wo zum Fick ist der Art? Da nehme ich mir eben den. Oder auch nicht, weil Jan ihn sich schnappt. Du hast gesagt, du nimmst den linken. Das war nicht der linke. Müssen wir später sowieso nochmal machen, weil wir echt scheiße waren jetzt gerade. Wir wussten einfach nichts mehr von der Mission. Erwischt. Siehst du, wir müssen nicht vorne. Ich habe immer alle gemacht. Du weißt, es ist ein Zeitwert. Wir ist inzwischen eh egal, aber. Wir haben zu viele Leben verloren dafür. Lauf, ihr kleinen Schlampen! Ich glaube, bei der Schlacht am Ende gibt es sogar noch eine Bronzemedaille, wenn du 4 Leben verloren hast. Ernsthaft? Ja, aber die Stimmt, weil die Mission sehr schwer ist. Genau. Tschüss! Was? Na, füllen sich unsere AP jetzt wieder auf, wenn wir jetzt ein Schiff wechseln? Ja. Gut, du hast nämlich echt wenig. Deine sind auch nicht gerade besser. Ein bisschen zumindest. Ich bin auch grün. Das ist gelb. Deine sind aber auch echt nicht viel besser, ne? Ich nehme den linken. Okay. Roger. Wow! Was denn? Da ist gerade einer in meiner Sequenz genau unter dem Busch geflogen. Wow! Ich sehe leider. Ach da! Schwarzer Hintergrund! Eigentlich könntest du mit dem Zielcomputer Raketen-Zielverfolgung machen. Nee, das geht erst, wenn wir das Upgrade haben. Jetzt? Ja. Zielgesteuerte Protonentorpedos. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass das funktioniert. Weil die sind nicht so wendig wie die Erschütterungsraketen oder die Splitterraketen. Das fand ich so geil im ersten Teil. Das hier ist ja Rogue Squadron 2. In Rogue Squadron 1, das war noch im Gamecube, da gab es den V-Wing. Und der hatte mit Upgrade zielsuchende Splitterraketen. Und zwar 20 Stück. Die Dinger waren so OP.
Du hast nur einmal im Raum gefeuert und die haben das ganze Level geleert, so ungefähr. Erinnert mich irgendwie an Battlefront. So, ich habe eine Stufe komplett erledigt. Ich leider nicht. Ich habe meine verloren. Ich habe gerade eh keine Teils auf dem Bildschirm. Ui, der Transporter gerade abgehoben. Erster Transporter gestartet. Erster Transporter gestartet. Ich sehe deine gerade. Such mir mal eigene. Oh, da ist gerade ein Transporter. Woran merkt man, dass wir den jeweils anderen das Ziel sehen? Es ist ein Dauerfeuer drauf. Yep. So, ich habe Stufen. Das finde ich ja bei der Rebel Strike nicht so ein geiler. Das ist bei meinen auch gekommen. Weil das die letzten sind. Das ist echt schon. Im linken. Okay. Werden noch ein bisschen mehr aus. So. Boah, ich hab das ihn. Das waren nicht die letzten. Nee? Nee. Doch, ja, doch! Glaub mir doch mal. Ja, ich hab's geschafft. Transporter und nichts wie weg hier. Wir sind durch. Transporter bereit machen zum Abflug. Wir starten jetzt. Sind schon längst gestartet. Wir starten jetzt. Voll 3 Minuten später, nachdem sie schon gestartet sind. Jungs. Ja. Ihr habt schon gestartet. Ganz trotzdem, ja, okay, gerne, warum nicht? Geschenkt. Aber Alter, war das schlecht. Ja, Alter, mal nur zwei Leben verloren? Eigene Verluste sind auch zu es viel. Sind 6 Leben, wir haben 4 verloren. Das nee, heißt, 5. Jeder von uns hätte noch einmal sterben können. 5 haben wir. Insgesamt. Gut, dann hätte ich ihn auch gehen dürfen. Wir haben ja genug Gegner gekillt. Ja, meine Zielgenauigkeit ist mit Snowspeedern scheiße. So, bevor wir die nächste Mission starten, machen wir gleich erstmal einen Aufnahme-Cut. Ich will was nachgucken. Achso, muss ich dir an deinen Eiern rapschen? Nee, ist bei der nächsten. Achso. Da. Die können wir schon fliegen. Was? Darf ich mal kurz gucken? Machen wir das nicht. Wagen. Oh. Irgendwie sind alle Missionen schon da. Egal. Nee, warte mal, geh mal nach rechts. Und dann klick mal irgendeinen an. Anscheinend sind echt schon alle da. Nur halt ohne Fortschritt. Na gut. Auf die freut mich ja. Oh ja. Die ist ein bisschen assi, die Mission, finde ich. Deswegen würde ich erwarten. Ja, aber wir machen erstmal einen Aufnahme-Cut zur Sicherheit, dass wir schon mal einen Teil der Aufnahme mich nachher nicht so riesen Dinger haben. Deswegen sage ich an dieser Stelle Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit der Flucht von Hoff. Oder auch im Asteroidenfeld, wie es hier heißt. Ziemlich langweiliger Name. Tschüss. Hier muss ich auch noch.